Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ich bin Pixel Player Jack und wir machen direkt hier an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Wir schauen nochmal eben nach, ob wir irgendwie einen Weg nach oben finden, damit wir an die Münzen rankommen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwie auf den Balkon rauf können. Können wir da vielleicht... Gibt es da von innen Fenster, sodass wir durchs Fenster durch können? Oh, da oben ist auch ein Stern drauf. Mich ab. Das wäre ja wohl richtig super. Nochmal eben kurz gucken. So. Nee. Das sieht nicht so aus, ne? Nee. Das wird nichts. Schön, wenn wir hier mit der Odyssey eine Bruchlandung drauf machen könnten oder so. Uns fehlen nämlich nur noch 6 Münzen. 6 Stück, Leute. Schade, schade. Tja. Das ist ärgerlich. Aber vielleicht kommen wir da später irgendwie drauf. Gucken wir mal nach, was sich hier so tut. Du bist von Kopf bis Fuß in deinen klassischen Look gekleidet. Hereinspaziert, Kumpel! Das waren noch Zeiten früher. Komm doch rein. Okay, gehen wir rein. Ich sollte aufhören, die Sachen wegzudrücken. Oh, wie geil! Hier war normalerweise das Geisterhaus gewesen bei Super Mario 64. Oh, super! Okay. Oh. Nein, 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 nein. Haben sie natürlich auch entsprechend umgeändert. Flapp. Flapp. Oh, 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 oh. Oh, das sieht gerade ein bisschen eng für uns aus. So, alle hin? Nö, einer ist da noch. Da bist du ja, Dude. So. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, sechs, na, sieben und dann ist hinten die achte. Acht. Yeah, sehr schön. Und so kriegen wir wieder einen Powermond oder auch Stern, wie auch immer. Falle im Hof. Jawoll. Was ist da? Achso, das ist nur der Baum. Mal kurz nochmal umgucken. Aber das sieht auch irgendwie... Hahaha. Das war doch offensichtlich. Ein echter Klassiker. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, bin begeistert. Weg, ihr Vögel. Und da hinten ist die Rakete. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn wir noch eine Nuss finden. Juhu. Oh, was ist denn hier los? Da ist doch was gedeiht. Dai, 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 dai. Warum ist das Kaninchen wieder da? Was ist hier los? Oh, oh cool. Sterndrille. Toadflora, Samen auf der Wiese. Toadflora, Samen auf der Wiese.
Nehmen wir den auch mit. Dit. Todflora, Samen auf dem Feld. Dann war das zweite gar nicht Samen auf der Wiese. So. Das bedeutet, nach und nach wachsen daraus entsprechend die Sternpflanzen, sage ich jetzt mal. So, aber wo sollen wir mit euch Schafen hin? Bist du da jetzt runtergerannt? Nee. Gott sagen. Oh, hi, Fifi. Ja. Geh weg, Hund. So, liegt hier noch irgendwo eine Nuss rum? Eine Eichel oder wie auch immer. Ich sag Nuss. Ist ja egal. Müssen wir ja nicht kleinlich sein. Hier jetzt so nicht. Da unten vielleicht? Nö. Dort hinten hinweg auch nicht. Oh, warte mal, was ist das denn? Jawoll! Und wir haben wieder einen. Im Schwanz versteckt. Ja, das soll irgendwie so eine Hommage an Tanuki Mario sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Aber wir können hier, glaube ich, können wir hier drauf? Scheint auf jeden Fall nichts im oder auf dem Baum zu sein. So, gucken wir hier nochmal. Oh, da unten war die eine Nuss. Die sind hier auch wild versteckt, die Teile. Na, ihr Eichhörnchen, wen betet ihr an? Den Nussgott? Was im Baum? Nee. Immer schön aufmerksam sein, wer weiß, ne? Vielleicht ist da ja mal was in dem Baum drinne. Nee, hier ist auch nichts. Eine Nuss fehlt uns noch. Hier sind auch noch wieder Eichhörnchen. Hier unten drinne war, glaube ich, auch keine. Oh, ne. Das sind Ratten. Hier vorne vielleicht? Da? Keine Ahnung, ob wir in den Brunnen springen sollten. Wer weiß, was da passiert, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist. So. Jetzt aber. Wieder ein paar Münzen. Und da war, glaube ich, auch... Ach nee, da waren die Goombas drin. Die Münz-Goombas. So, dankeschön. Gut, hier nochmal wieder gucken. Hier gibt es auch noch so ein Teil. Auch wieder nur ein Herzchen drin. Oder was heißt nur, aber es ist ein Herzchen drin. So, hier ist auch nichts. Eine goldene Nuss brauchen wir, Leute. Ich möchte nur hier Bauer Mario spielen und Nüsse anpflanzen. Und dann Früchte daraus zu tragen. Da unten ist auch keine drin. Vermutlich ist eine auf dem Dach drauf. Würde ich fast von ausgehen. So. Denn hier unten haben wir auch kein... Oh, das war nicht so gewollt. Ich nehme mal mit, obwohl... Gucken wir lieber mal hier rein. Nein! Oh Mann! Ja. Da sind überall Äpfel. So, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Erfüllst keinen sonderlichen Zweck. Was ist denn mit dir los? Hey du! Nee, hey, hey! Du kannst Gesichterpuzzle hoch oben im Wolkenland spielen. Macht total Spaß!
Glaube ich dir, aber möchten wir jetzt gerade nicht. Der Captain ist im Shop. Ist in den Shop gegangen. Okay. Dann sollten wir vielleicht nochmal in den Shop gucken. Das machen wir jetzt gerade mal nicht. Ist auch nichts drin? Sehr seltsam. Motorroller sind spitze. Ja, das wissen wir bereits, dass du die ganz toll findest. Ja, ja, wir sind fast am Ende. Das haben wir bereits erkannt, bedacht oder wie auch immer. So, hier ist auch nichts drin, außer ein paar Münzen. Schade. Nee, dann scheinen wir die Eichel gerade nicht wirklich zu finden. Pilze kann man auch nicht einpflanzen. Das bekommen wir nicht raus. Hier sind nochmal Schafe. Die Eichhörnchen führen uns auch nicht jedes Mal zu einer Nuss. Im Shop? Der ist auf dem Shop. Es ist sehr schön, wieder zu Hause zu sein. Aber nach dieser langen Reise sehe ich viele Dinge hier mit anderen Augen. Ich werde meinen Fernweh wohl nie ablegen. Aber für den Moment genieße ich es erstmal, hier etwas zu entspannen. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe noch einen Mond für dich. Yeah. Weiter so, Captain Toad. Das ist schön. Dankeschön. So, Irona. Gebatz. Gut, das. Münzen können wir gebrauchen. Wir wollen 9.999 haben. Damit wir uns auch den Rest kaufen können. Okay, da ist nichts. Noch eine Münze. Auch nichts. Ja, Leute. Die letzte Eichel, die finde ich jetzt gerade nicht. Fragt sich wirklich, wo die wohl sein mag. Den Bäumen nicht oder so. Dort sind wir auch gewesen. Da unten haben wir uns auch so weit umgeguckt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir alles gesehen haben. Tja, schade. Aber wir haben ja hier schon mal so ein bisschen was hinbekommen. Jetzt wäre es natürlich noch nicht schlecht, wenn wir vielleicht nochmal eben wieder so einen Blümchenkreis finden. Würde mich jedenfalls freuen. Oder vielleicht sehen wir auch auf die Entfernung nichts. Das kann natürlich auch sein. So. Latschen wir mal hier unten lang. Ahaha. Wir haben alles gesehen. Da ist die Nuss. So. Ach, schade. Hätte ich gedacht, dass wenn wir dagegen laufen, dass wir das vielleicht auch nutzen können. Ja, sind wir durchs ganze Pilzkönigreich gerannt und da unten im Wasser war sie gewesen. Vermutlich habt ihr sie schon im Vorfeld mal gesehen. Ist aber auch nicht so schlimm. Immerhin haben wir nebenher noch ein paar Münzen und auch ein paar Sterne eingesammelt. Also haben wir ein bisschen was getan. Jetzt bringen wir ihm die Nuss zurück. Pflanzen die ein. Was haben wir da eigentlich für einen Schatten auf dem Kopf? Ein Zipfel an der Mütze? Ein kleinen? Nö. Keine Ahnung. Können wir nicht erklären. So, komm. Jawohl. Wachs was Schönes daraus. So. Juhu. Oh, warte mal. Hier mal gucken, was Katzen-Mario für uns hat. Nur ein paar Münzen. Aber was heißt nur? Münzen brauchen wir natürlich. So, jetzt packen wir mal die Monde hier wieder mit rein. Wir hatten 183 und jetzt haben wir 210. Da haben wir eine ganze Menge schon wieder gesammelt. Die Odyssey benötigt noch 40 Monde.
Wofür? Mach nichts. Auf in ein anderes Land? Los. Dude. Und jetzt schauen wir uns mal um. Wir können ins Pilzkönigreich, Hutland, Kaskadenland und so weiter und so fort. Da haben wir ein bisschen was, wo wir hin können. Ich schlage allerdings vor, wir gehen nochmal ins Kaskadenland. Denn dort haben wir eine offensichtlich sehr coole Sache ausgelassen. Und die möchte ich euch nicht länger vorenthalten. Wir überspringen das Ganze einfach mal eben. Yeah, jetzt gibt es nämlich auch einen neuen Ladebildschirm. Unser Pixel Odyssey Schiff. Und da ist es wieder, das Kaskadenland. Oh, das sind schwebende Inseln. Habt ihr das gesehen? Schwebende Inseln? Ziemlich cool. Sieh dir das mal an. Fühlst du das auch? Als wäre eine Quelle konzentrierter Energie hier irgendwo. Das müssen wir uns ansehen. Ey, da war noch ein Captain Toad. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich weiß nämlich nicht mal, wie viele Münzen wir hier haben. Aber, dass wir, wenn es geht, immer schön alle Münzen zusammenbekommen und so weiter und so fort, ne? Jawoll! Jo, und hier. Hatten wir den Dude schon? Nee, den hatten wir noch nicht. Und oh, oh, oh. Jawoll! Kaskadenland, Tic-Tac-Turnier 1. Tic-Tac-Turnier 1, dann gibt's wohl mehrere. Den hatte ich auch noch mal gesehen gehabt. Schatz beim Wasserfallbecken. Ja, wir sind schon mal gut im Sammeln. Oh, cool. Münzen. Die Steinmünzen. Ja, die Neandertaler haben das Rad erfunden. Gibt's das auf der anderen Seite auch? Nee. Aber was ist, wenn wir... Oh, ich wollte gerade zum Wasserfall. Das ist ja super. Da haben wir nämlich auch nochmal Münzen. Und wo geht's da hin? Hallo? Gehen wir mal hier rein. Ach so, ah. Überspringen wir wieder? Wollen ja mehr Spielzeit haben, ne? Und wir sind in Bowsers Land. Bowsers Festung, der versteckte Mond. Der Geheimpfad zu Bowsers Festung. Und wieder zurück. Genau. Tschüssi. Weil wie wir feststellen konnten, gibt es dann immer nur einen Mond bei diesen Abkürzungen oder wie auch immer wir sie nennen möchten. So. So, dann... Na, Kamera, dreh dich. Danke. Oh, da hinten. Cool. Wow, wirst du wohl? Auf dem Trümmerhaufen. Jo, hallo, Dudes. Dann, die haben wir. Da sind unsere Shop-Inhaber. Den hier haben wir auch, aber nehmen wir nochmal mit. Gib Münzen. Juhu. Eventuell ist auch mal irgendwie in einem Stein was. Sag nicht, dass direkt... Doch, das ist direkt der Richtige. Ha, das ist ja lustig. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst. Aber ich habe mich noch mal ein bisschen informiert, damit wir das eine oder andere jetzt nicht mehr vergessen. Rollfels am Wasserfall. Jetzt! Komm her, du Münzstange! Ja, hier machen wir kaputt. Zack! Ja, ja. Bleib mal ruhig da. Oh, hier ist auch direkt einer. Juhu! Auf einem Felsvorsprung. So. Da haben wir eine Tür. Und hier haben wir erstmal einen Checkpoint. Tür ist schon mal gut. Gibt's hier auch noch was? Ah, Münzen. Dedin. Oh. 34 von 50. Dedin.
Ja, das wird schön. Und da hoch. Hopp. Denn den haben wir nie übernommen. Meine Güte, was ist das für ein riesiges Ding. Das hatte ich nämlich ganz vergessen gehabt im normalen Let's Play. Dass wir auch unseren Dino hier übernehmen können. Und damit so ziemlich alles kaputt machen können. Eigentlich eine der coolsten Sachen. Oh, wow. Seht ihr, da oben ist ein Toad. Din, 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 din. Wie kann man hauen? Oh, das war jetzt blöd. Okay, so geht das. Jawohl. Einfach alles kaputt machen. Oh, da sind noch mehr Münzen. Da hinten nochmal. An die kommen wir nicht ran, so wie es aussieht. Ja, okay. Dann schauen wir doch einfach mal. Dankeschön, Rexy. So, dann schlage ich vor, nehmen wir die doch einfach mal mit. Gucken wir uns hier nochmal um. Den hatten wir schon, ne? Ja, den hatten wir schon. So, hier nochmal eben rüber. Da oben hatten wir auch. Ey, Leute. So. Da unten ist noch eine Tür. Die Münzen wollen wir noch haben. So, 40 haben wir, 10 fehlen noch. Hello, Goomba. Bing, 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 bing. Yeah. So, eben alle Münzen einsammeln. Jawoll. Oh, 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 oh. Oh! Jetzt aber. Oh, schade. Jetzt aber. Komm schon. Jawoll. Ach so. Schade, das ist auch noch ein Mehrfachblock. Komm wieder hoch. Oh. Ha. Versteckter Stein. Den hatten wir auch schon. Juhu. Delete. Und dann machen wir mal hier von hinten alles kaputt. Yep. Und hier einmal hoch. Hey, hi. Wer bist du denn? Ach, Peach. Wo bist du denn? Mario? Oh, Mario. Ich freue mich zu sehen, dass du vom Reisen noch nicht die Nase voll hast. Tiara und ich haben uns entschlossen, auf Weltreise zu gehen. Es wird bestimmt großartig, all diese Länder noch mal in Ruhe zu bereisen, die wir zuvor in aller Eile abgeklappert hatten. Der Wasserfall ist schon beeindruckend, aber was passt? Aber pass trotzdem auf, wohin du trittst. Ich bin, als ich klein war, oft zum Spielen hierher gekommen. Ein Powermond ist aus dem Wasserfall geplumpst. Ein Glück ist er noch heil. Bitteschön, der ist für dich. Oh, cool! Jetzt ist es Captain Princess Peach, oder was? Peach im Kaskadenland. Und da wir ja sowieso schon unterwegs sind, wollen wir die Chance beim Shop verpacken und Tiaras Heimat besuchen. Ja, das macht man ruhig. Packt die Chance am Schlawittchen. Uah. Leute. Ah, da oben ist auch wieder so ein Mond. Also gibt es hier auch wieder... nicht hier runterfallen. So. Immer schön gegen die Steine treten. Ganz wichtig, Steine treten. Erste, was man lernt. Oh, cool. Jawoll. Kaskadenland. Tic-Tac-Turnier 2.
Cappy kommt zurück. Danke. Denn hier unten ist Captain Toad. Hier findet man so viele seltene Fossilien. Ich würde in die Luft springen vor Freude, aber na, du verstehst schon. Oh, bei meiner Suche habe ich einen Mond gefunden. Ich schenke ihn dir. Das ist aber nett. Danke, Toad. Guten Morgen, Captain Toad. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Welches Land sollte ich wohl als nächstes besuchen? Was meinst du? Wie wär's, wenn du einfach das nächste Land nimmst? Was so auf deinem Plan steht. Yeah, Dude. Boah. Ich wollte aber nochmal da hoch. Da hoch geht's schnell. Nehmen wir einfach dies hier. Whoop. Oh. Jawohl. So. Nein! Verdammt! Oh Gott. Da wollten wir nicht hin. Nein. Oh nö. Wieder hier unten? Warte mal. Das geht doch einfacher, oder? Nee, geht's nicht. Blöd. Dann müssen wir nochmal hier hoch. Jetzt alles wieder heilen. Plopp. So. Plopp. So. Ja, Goomba, was willst du jetzt machen, hä? Komm noch runter. Trau dich. Boah. Macht er wirklich. So. So. Dang. Tschüss, ihr beiden. So. Darüber. Na, was hast du zu sagen? Man erzählt sich, dass sich hier ein echter Steinzeitbewohner herumtreibt. Den würde ich ja so gern mal kennenlernen. Im Moment erinnert rein gar nichts an dir, an einen Steinzeitbewohner. Okay. Was das wohl bringen wird? Das wird wahrscheinlich das Outfit von hier sein. Ich weiß das gerade gar nicht, ob wir das schon hatten. Ist ein bisschen her, wie ihr sehen könnt, dass wir das gespielt haben. So. Über die schwebenden Inseln. Yeah. Sehr, sehr cool. Oh, da unten. Haha. Mal gucken, ob das klappt. So. Haha. Sind wir geschickt. Okay, machen wir so. Und dort haben wir noch eine Röhre. Hallo Röhre. Ja, ich will es schaffen. Aber das. Gut. Das funktioniert ja einwandfrei. Wird das noch schwieriger? Hallo, Kettenhund, Chaindog, pow! Cool. Hat direkt geklappt. Und jetzt, so? Perfekt. Wir sind sehr geschickt. Stellt sich für mich die Frage, gibt es hier nur einen Mond oder ist es auch wieder so eine Sache, wo es zwei Monde gibt?
mit dem Kettenhund ins Schwarze. Sehr, sehr schön. Läuft bei uns. So. Die letzten vier Münzen, wo die wohl sein mögen. Oh, warte mal. Hier ist ja auch so ein Teil. Da benutzen wir dich mal. Komm mal her. Düdüdüdüm. Wow. Gibt halt ein paar normale Münzen. Ist auch in Ordnung. Können wir mit leben. So. Hier vielleicht irgendwas übersehen an Münzen? Ich weiß nicht, ob wir den wecken sollten. Kann man den wecken? Scheint nicht so. Das stört ihn recht wenig. Recht wenig bis gar nicht. Aber das sieht ja auch irgendwie verdächtig aus da mit den Inseln. Oder die sind einfach nur zum wieder runterkommen oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Oh, cool. So. Ah, da sind die Münzen wieder. Jawohl. So. Vielleicht gibt's hier noch was. Warum kann man die Kamera hier nicht besser drehen? Da ist nichts mehr. Unter der Brücke auch nicht. Gegen den Strom, gegen den Strom. Ja, sehr, sehr schön. Läuft. So, vier Münzen brauchen wir nur noch, Leute. Die haben wir. Haben wir hier was übersehen? Nö. Hier hinter? Nicht so aus. Ja. Wo die letzten vier Münzen sind? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Kann ich so nicht sagen. Aber an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weitermachen mit Super Mario Odyssey. Ciao!